In den folgenden Minuten werden wir uns in die faszinierende Geschichte des bemerkenswerten rothaarigen Gryffindor-Schülers vertiefen, der neben Harry Potter und Hermine Granger eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen die dunklen Künste spielte. Jetzt also für dich das Leben von Ronald Weasley. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über seine Lebensgeschichte und seine Person im Allgemeinen sprechen. Außerdem werden wir natürlich seine Beziehung zu Hermine Granger und seine spätere Familie analysieren. Ronald Bilious Weasley ist einer der Hauptcharaktere der Harry Potter Reihe und einer der engsten Freunde von Harry Potter und Hermine Granger. Er wurde am 1. März 1980 geboren und wuchs in einer großen, aber finanziell bescheidenen Zaubererfamilie auf. Er war der jüngste von 6 Brüdern. Er hatte 5 ältere Brüder, Bill, Charlie, Percy, Fred und George und eine jüngere Schwester, Ginny Weasley. Als Kind hatte Ron oft mit dem Gefühl zu kämpfen, im Schatten seiner älteren Brüder zu stehen. Er fühlte sich unsicher und manchmal etwas überflüssig. Diese Unsicherheit zeigte sich auch in seinem Verhalten in Hogwarts. Doch trotz seiner Unsicherheit schaffte es Ron, Freunde zu finden, darunter Harry Potter und Hermine Granger. Ron lernte Harry Potter im Alter von 11 Jahren in Hogwarts kennen, als sie zusammen im Zug nach Hogwarts fuhren. Obwohl Ron zu Beginn der Freundschaft etwas eifersüchtig auf Harrys Ruhm war, wurden die beiden schnell enge Freunde und Ron half Harry dabei, das Geheimnis um den Stein der Weisen aufzudecken. In Hogwarts war Ron im Haus Gryffindor und hatte eine Vorliebe für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste und das Quidditch-Spiel. Er war ein talentierter Hüter und trat später dem Gryffindor-Quidditch-Team bei. Das ist jedoch erst im 6. Jahr passiert. Ron hatte auch eine romantische Beziehung mit Lavender Brown während seines 6. Schuljahres, obwohl diese Beziehung eher oberflächlicher Natur war. Später während des Krieges kam er schließlich mit Hermine zusammen, als sie beide bei der Suche nach Horcruxen halfen. Ron spielte eine wichtige Rolle bei der Zerstörung eines Horcruxes und half dabei, das Schicksal der Zaubererwelt zu verändern. Nach dem Krieg arbeitete Ron zusammen mit seinem Bruder George in ihrem Scherzartikelladen, Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Er heiratete schließlich Hermine und sie bekamen 2 Kinder zusammen, Rose und Hugo Weasley. Ron war ein loyaler Freund und Familienmitglied, das immer für seine Lieben eintrat und ihnen half, auch in den schwierigsten Zeiten. Das erstmal zur allgemeinen Beschreibung, jetzt kommen wir zu den einzelnen Bestandteilen seines Lebens. Kommen wir erstmal zu seiner Familie. Rons Familie, die Weasleys, sind eine große Zaubererfamilie in der Welt von Harry Potter. Sie sind eine reinblütige Zaubererfamilie und leben in einem alten, aber gemütlichen Haus, dem Fuchsbau, das in der Nähe von Ottery St. Catchpole im Süden Englands liegt. Die Weasleys haben 9 Mitglieder, Arthur und Molly Weasley und ihre 7 Kinder, Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Arthur Weasley, der Vater, arbeitet im Zaubereiministerium und hat eine Leidenschaft für Muggeltechnologie. Molly Weasley ist eine fürsorgliche Mutter, die das Familienleben und den Haushalt organisiert und auch im Orden des Phönix aktiv ist. Die älteren Brüder von Ron haben alle ihren eigenen Weg eingeschlagen. Bill arbeitet für die Zaubererbank Gringotts in Ägypten, Charlie arbeitet mit Drachen in Rumänien, Percy arbeitet im Zaubereiministerium und später auch für den Orden des Phönix, Fred und George gründeten ihren eigenen Laden, Weasleys zauberhafte Zauberscherze, bis Fred bedauerlicherweise im letzten Krieg stirbt. Die Weasleys haben auch eine enge Beziehung zu anderen Charakteren in der Harry Potter Reihe, wie beispielsweise zu Hagrid, dem wilden, aber liebenswürdigen Hüter von Hogwarts, und zu Remus Lupin, einem ehemaligen Professor von Hogwarts und Mitglied des Orden des Phönix. Die Weasleys sind eine warme und liebevolle Familie, die sich immer füreinander einsetzen und auch für andere da sind, wenn es darauf ankommt. Kommen wir jetzt einmal zu der Beziehung zwischen Ron und Hermine. Die Beziehung zwischen Ronald Weasley und Hermine Granger war eine der wichtigsten Handlungsstränge in der Harry Potter Saga. Die beiden hatten während ihrer Schulzeit in Hogwarts oft ihre Meinungsverschiedenheiten und stritten sich häufig, aber trotzdem hatten sie auch viele gemeinsame Abenteuer und kämpften Seite an Seite gegen die dunklen Mächte. Nach dem Ende des Krieges und dem Sieg über Voldemort fanden Ron und Hermine schließlich zueinander und begannen eine romantische Beziehung. Sie heirateten und bekamen 2 Kinder, Rose und Hugo Weasley. Rose Weasley war eine begabte Schülerin in Hogwarts, die ihrem Vater in vielerlei Hinsicht ähnelte. Sie hatte rote Haare und Sommersprossen wie ihr Vater und war eine talentierte Hexe genauso wie ihre Mutter. Sie war auch sehr klug und erhielt gute Noten in der Schule.
Hugo Weasley, der jüngere Sohn von Ron und Hermine, war ebenfalls in Hogwarts. Er war jedoch etwas ruhiger als seine Schwester und hatte eine Vorliebe für das Fach Kräuterkunde. Er war ein guter Freund von Albus Potter, dem zweiten Sohn von Harry Potter und Ginny Weasley. Die Familie von Ron und Hermine waren eng verbunden mit der Familie von Harry und Ginny, sowie anderen engen Freunden und Verbündeten. Zusammen kämpften sie im Krieg gegen die Todesser und kämpften für die Freiheit und Gerechtigkeit in der magischen Welt. Kommen wir nun zu Rons Berufung. Nach dem Ende des Krieges und der Niederlage von Voldemort hatten Ron Weasley und seine Freunde Harry Potter und Hermine Granger große Schwierigkeiten, einen Beruf zu finden, der ihren Interessen und ihren Fähigkeiten entsprach. Ron hatte während seiner Schulzeit in Hogwarts oft Schwierigkeiten in der Schule und wusste nicht genau, was er nach seinem Abschluss tun sollte. In der Zeit nach dem Krieg arbeitete er erst in dem Geschäft seines Bruders George Weasley, Weasleys zauberhafte Zauberscherze, nachdem Fred im letzten Krieg gestorben war, um ihm bei der Wiederherstellung des Geschäftes zu helfen. Schließlich fand Ron jedoch seinen eigenen Weg und arbeitete für eine Weile als Auror, ein Agent des Zaubereiministeriums, der für die Aufspürung und Festnahme von dunklen Zauberern und Hexen verantwortlich ist. Er arbeitete gemeinsam mit Harry Potter und anderen Freunden im Kampf gegen die verbliebenen Todesser und half dabei, die magische Welt wieder zu stabilisieren. Er genoss das Leben als Familienvater und war immer für seine Freunde da, wenn sie ihn brauchten. Kommen wir nun einmal zu Rons Schulzeit. In Hogwarts wurde Ron in das Haus Gryffindor eingeteilt, wo er schnell Freundschaft mit Harry und Hermine schloss. Er hatte oft mit den Erwartungen seiner Familie zu kämpfen, die bereits eine Reihe von erfolgreichen Zauberern hervorgebracht hatte. Aber Ron tat sich in der Schule oft schwer und hatte Schwierigkeiten, mit Hermine in Bezug auf akademische Leistungen zu konkurrieren. Trotzdem erwies sich Ron als treuer Freund und Verbündeter für Harry und Hermine, und gemeinsam erlebten sie viele Abenteuer und Kämpfe gegen die dunklen Mächte, die die magische Welt bedrohten. Ron trug dazu bei, den Stein der Weisen zu schützen, kämpfte gegen den Basilisken in der Kammer des Schreckens, half bei der Rettung von Sirius Black und kämpfte in der Schlacht von Hogwarts gegen Voldemort und seine Anhänger. Obwohl er keine herausragenden akademischen Leistungen erzielte, hatte Ron eine Vorliebe für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste und war auch ein talentierter Schachspieler. Er hatte eine Schachbegabung, die es ihm ermöglichte, die besten Gegner im Schach zu besiegen, wie wir sogar im Stein der Weisen sehen können. Kommen wir nun einmal zu Rons Freundschaften. Ron hatte in Hogwarts, wie schon erwähnt, zwei sehr enge Freunde, Harry Potter und Hermine Granger. Zusammen bildeten sie das berühmte Trio, das in den Jahren ihrer Schulzeit viele Abenteuer erlebte und gegen die dunklen Mächte kämpfte. Ron und Harry lernten sich im Hogwarts Express kennen und wurden schnell Freunde. Sie teilten viele Gemeinsamkeiten, wie ihre Liebe zum Quidditch und ihre Abneigung gegenüber Slytherin. Obwohl sie sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hatten, ergänzten sie sich einander gut und bildeten eine starke Freundschaft. Hermine traf Ron und Harry im Hogwarts Express, als sie auf dem Weg zur Schule waren, und obwohl sie sich anfangs nicht besonders mochten, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft zwischen den drei Schülern. Hermine war eine brillante Schülerin und unterstützte Ron und Harry bei vielen Abenteuern mit ihrem Wissen und ihrer Intelligenz. Neben Harry und Hermine hatte Ron auch andere Freunde in Hogwarts, darunter seine Brüder Fred und George, mit denen er oft Scherze trieb und gemeinsam Quidditch spielte. Er war auch mit Neville Longbottom und Luna Lovegood befreundet und arbeitete mit ihnen zusammen, um gegen Lord Voldemort und seine Anhänger zu kämpfen. Insgesamt war Ron von vielen Freunden umgeben und hatte während seiner Zeit in Hogwarts viele enge und bedeutsame Beziehungen aufgebaut. Kommen wir nun zu Rons Intelligenz und seinen Charaktereigenschaften. Ronald Weasley hatte sicherlich seine eigenen Stärken und Talente, aber Intelligenz war nicht unbedingt eine seiner herausragendsten Eigenschaften. Im Vergleich zu seinen Freunden Harry Potter und Hermine Granger, die beide sehr intelligent waren, war Ron eher durchschnittlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ron dumm war oder kein Talent hatte. Er hatte eine gute Vorstellungskraft und Kreativität und konnte in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Quidditch oder Schach hervorstechen. Ron war auch in der Lage, schwierige Situationen zu bewältigen und seine Freunde in Zeiten der Not zu unterstützen. Zudem ist es wichtig zu erwähnen, dass Intelligenz auf verschiedenste Weise definiert werden kann und es nicht immer um akademische Leistungen geht. Ron hatte zum Beispiel eine hohe emotionale Intelligenz und konnte oft die Stimmung in einer Gruppe lesen und darauf reagieren.
Er hatte auch eine gute Menschenkenntnis und konnte oft andere Menschen einschätzen. Insgesamt war Ron ein wichtiger Teil des Trios und konnte durch seine eigenen Stärken und Talente dazu beitragen, alles zu lösen, was sich ihnen in den Weg stellte. Jetzt noch einmal ein paar Charaktereigenschaften von Ron. Loyalität. Ron war loyal gegenüber seinen Freunden und unterstützte sie in schwierigen Situationen. Ein Beispiel dafür ist, als er und Hermine Harry halfen, den Stein der Weisen zu beschützen. Mut. Ron zeigte Mut, als er und Harry sich durch das Schachspiel in Hogwarts kämpften, um zum Stein der Weisen zu gelangen. Auch als er sich später im Kampf gegen Voldemort und seine Anhänger vor sie stellte, zeigte er Mut. Humor. Ron hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor und brachte oft seine Freunde zum Lachen, besonders wenn sie sich in schwierigen Situationen befanden. Ein Beispiel dafür ist, als er und Harry sich als Crab und Goyle verkleideten und in den Slytherin-Gemeinschaftsraum schleichen. Eifersucht. Ron hatte manchmal Schwierigkeiten, seine Eifersucht auf Harrys Erfolge zu verbergen, insbesondere wenn es um Quidditch ging. Ein Beispiel dafür ist, als er Harry beschuldigte, ihn im Quidditch-Team auszustechen. Ungeduldig. Ron konnte manchmal ungeduldig sein, insbesondere wenn er das Gefühl hatte, dass etwas nicht schnell genug passierte. Ein Beispiel dafür ist, als er in der Kammer des Schreckens festsitzt und darauf drängt, schnellstmöglich gerettet zu werden. Ehrlichkeit. Ron war ein ehrlicher Charakter und sagt oft seine Meinung, auch wenn sie unangenehm war. Ein Beispiel dafür ist, als er Harry sagt, dass er seine Freundschaft mit Luna Lovegood nicht verstehen kann. Familienbewusstsein. Ron hatte eine starke Bindung zu seiner Familie und machte sich oft Sorgen um ihre Sicherheit. Ein Beispiel dafür ist, als er sich dafür entschied, mit Harry und Hermine zu gehen, um den Horcruxen nachzujagen und sie zu zerstören, anstatt bei seiner Familie zu bleiben. Abenteuerlustig. Ron hatte eine abenteuerlustige Persönlichkeit und war oft bereit, Risiken einzugehen, um neue Dinge zu erleben. Ein Beispiel dafür ist, als er und Harry nachts heimlich in Hagrids Hütte gehen, um mehr über die verbotene Abteilung zu erfahren. Jetzt noch ein paar Fakten über Ron, die vielleicht interessant sind. Ron hat ein fast fotografisches Gedächtnis, wenn es um Schach geht. Das ist auch der Grund, warum er im ersten Jahr in Hogwarts in der Lage war, Harry und Hermine durch das riesige Schachbrett zu leiten. Er ist also ein talentierter Schachspieler und hat in Hogwarts ein eigenes Schachbrett. Er hat auch eine Vorliebe für das Sammeln von Schachfiguren, insbesondere wenn sie aus Schokolade sind. Obwohl er eine gewisse Unfähigkeit hat, Zaubersprüche auszusprechen, hat Ron eine starke Affinität zur Zauberkunst. Er hat auch ein Talent für das Erkennen von Zauberei und magischen Gegenständen. Ron hat eine Furcht vor Spinnen, die er durch seine Begegnung mit Aragog in Harry Potter und die Kammer des Schreckens entwickelt hat. In der ursprünglichen Version von Harry Potter und der Halbblutprinz hatte Ron einen größeren Handlungsstrang, der jedoch aus der endgültigen Veröffentlichung des Buches gestrichen wurde. Ron war immer ein treues und loyales Mitglied seiner Familie und half seinen Freunden und Verbündeten in schwierigen Zeiten. Sein Beitrag zur Niederlage von Lord Voldemort und sein Erfolg im Familienunternehmen machten ihn zu einem wichtigen Mitglied der Zaubererwelt. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über Ronald Weasley oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Aber bevor ich mich verabschiede, wie gern mögt ihr Ron? Findet ihr ihn sympathisch oder unsympathisch? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst uns darüber sprechen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.